So, da wären wir wieder. Wir waren eben gerade bei Victor, dem Schmied aus Gladstone. Warum er uns jetzt genau hier treffen wollte, wissen wir immer noch nicht. Er hat uns nichts in die Hand gedrückt, keine Tipps gegeben, einfach nur seine Waffen verkauft. Das war schon ein wenig skurril, aber na gut. Gucken wir uns hier in Ivel nochmal zu Ende um. Wir haben das Stück hier in der Mitte noch nicht erforscht. Und da oben die Tür, warum auch immer. So, also gehen wir mal links an der Wand lang. Und wenn wir hier durch sind in Ivel, dann müssten wir zum Weißen Turm. Denn nur in dem Weißen Turm kann man den Trank für die Heilung von König Richard wirklich brauen. Das könnte auch noch interessant werden. So, zerrissenes Hemd, sind 5 Münzen. Wir brauchen 3000. Lampenöl, na gut, kommt auch mit. Sind da 3000 Münzen drin? Nee, leise Sandalen. Oh, und ein voller Bezelbecher. Ist doch sehr schön. Was machen die leisen Sandalen? Die müssen doch irgendwas Magisches haben. Also ja, die behalten wir erstmal. Ölflasche, naja, nicht. Wir sind schon wieder voll. Ein Granitfelsbrocken. Wir haben jetzt schon einen glatten Felsbrocken und einen Granitfelsbrocken. Ich hoffe mal, dass die irgendeinen Grund haben und wir sie nicht einfach so sinnlos mitschleppen. So, das kriegst du in Arm und das war's. Also wo sind die Steine? Da. Glatter Felsbrocken, Granitfelsbrocken. Komisch, komisch. Es könnte irgendein Easter Egg sein. Aber wenn ja, dann weiß ich nicht, was es ist. So, raus. Da ist noch ein Schalter. Lässt du dich knacken? Nee. Also wir brauchen für hier und für da unten einen richtigen Schlüssel. Den wir wohl aber erst später finden werden, denn wir sind jetzt einmal durch die ganze Stadt durch und haben nichts wirklich Interessantes gefunden. Also klar, wir haben die letzte Zutat gefunden. Aber an sich war die Stadt doch recht ernüchternd. So, was haben wir hier? Welcome to Bruno's Lodge. Ah, noch einer von Arkstells Genossen. What great fortune. You helped me in my hour of need. And now I must repay you. I hope you are feeling better, sir. Take this cape of concealment. It will make you difficult to see and hear. Thank you. This will surely help us. Ha, jetzt haben wir Flüsterschuhe und ein Flüsterhemd. Jetzt ist nur die Frage, ob jeder davon ein Teil tragen muss oder ein Charakter alle. Na gut, schauen wir später mal. Hey Baby, how you doing? I'm thirstier than a keg of sawdust. Buy me a draft? Cheers. Okay. Hey there. You're from Gladstone, aren't you? You know what's a little known fact there, that the ancient Gladstonians discovered a method of controlling magic forces quite by accident. You see, Warren, 13th heir to the throne of Gladstone, stumbled across the Shard of Truth while spelunking with his fourth wife, Jaylen the Wise. Jaylen was the eldest daughter of the third Viscount of Griswold. Marriage brought the people of Griswold into the realm of Gladstone, thus increasing the military power of the Gladstonian Legion. The Legion was the primary source of power for Warren. They say the Shard spoke to Warren as he was poking around the Irvish Mountains. This was before that opportunistic miner William Gadfly began mining in the mountains. Those Irvish mines have unearthed more magical artifacts than anywhere else. It was Gadfly that invented the bellow pump that allows air to be pumped into the depths of the mines. His great-grandson, Ian the Cruel, converted the pump design when the miners hit water. Ian founded the original city of Wyvel, which burned in a fiery inferno when the Darkman was destroyed by the White Circle. Our presence, is never fallen to an attack. Michael Lordsport discovered a ruby in the trip that he began.
here digging the catwalk cabins is an alternate route out of the city. Not realizing his real power, Michael sold the ruby to Ludwig Verkrundel, 73rd heir to the throne of Gladstone. Ludwig added the stone to Gladstone's growing fortune and left it untouched for decades. It's a little known fact that Gladstone owes its entire existence to Weibel. Horsebucky, says I. That Scotia person actually failed the examination to join the ranks of the Talamar. She hates Richard and his little Dawn, too. So you see, the Talamar are actually to blame for this mess here. Hey there, you're not getting tired, are you, pal? I haven't had such a good listener for a long time. Really, I would love to continue this fascinating conversation. I have a kingdom to save and a Scotia to kill. Maybe some other time. Hey, don't be a stranger there. I'll, be seeing you then. Sehr cool. Also ja, das war vielleicht für manche nicht so interessant, aber es war eine Menge Hintergrundinformationen. Außerdem eine coole Reaktion von Akshay. Have you seen the new apothecary? I think her name is Sadie. What a dish. Chateau Bruno's table red. Grisbel cider. Southlandia ale. If not for the war, these would all be busy. Hey, baby, how you doing? I'm thirstier than a keg of stir. Also er zeigt sich auch nicht wirklich erkenntlich dafür, dass wir ihm immer wieder Drinks ausgeben. Also lassen wir das mal. So, Flüstermantel kommt neben die Flüsterschuhe. Und wir schmeißen mal ein Lampenöl weg. So, jetzt haben wir ein volles Inventar. Und eigentlich nicht wirklich Sachen, die wir verkaufen wollen, außer ein Hemd. Ja, und den Schmiedehammer vielleicht noch. Ist der wirklich schlechter als die Sachen, die wir jetzt haben? Ne, ist genauso gut. Ne, also der Schmiedehammer kann weg, das zerrissene Hemd kann weg. Und eine von den drei Armbrüsten. Und dann theoretisch noch die Waffen von ihm. Denn er bekommt ja die Armbrust in die Hand. Ja, Entscheidung, Entscheidung. So, wo war der Händler überhaupt? Da ist das Gasthaus. Da ist der Schatzmeister aus Gladstone. Da ist der Bogenmacher. Also hier, hier, hier und schon Orientierung verloren. Da ist es. Have you a need for my stock? We will browse a bit again if you don't mind. I'll take that up. So, mit den Bögen machen wir es jetzt so. Wir gucken bei allen dreien, wie viel wir bekommen würden und behalten einfach die teuersten zwei. I'll take that up. Das sind schon mal 500. I'll take that up. Die Kanone bringt nur 30. I'll take that off. Und die bringt auch 500. Also ja, die Kanone kommt mal weg. I'll take that off. Hemd kommt auch weg. Was wir jetzt mit den ganzen Flaschen sollen, bin ich mir nicht sicher. Denn wir haben schon alle Teile, die wir für Elixier brauchen. Und trotzdem noch zwei Flaschen über. Drei Flaschen über. Now why would I be paying for that worthless junk? Wir können es aber nicht verkaufen, also es ist anscheinend wichtig. Na gut, was haben wir noch, was wir loswerden könnten? Wir haben zwei Smaragdklingen. Ich glaube, eine verkaufe ich. Falls wir mal auf Gegner stoßen, die wir nur durch magische Klingen verletzen können, haben wir immer noch eine, dann dauert es halt einfach länger. Das passt schon. Now why would I be paying for that worthless junk? Und der will unsere Smaragdklinge nicht haben, das ist ja auch dreist. I'll take that off your 5 Kronen für ein Hufeisen. Na gut. Good luck and happy hunting, my friends. Das heißt, wir richten jetzt irgendwo wieder so ein Zwischenlager ein. Weil ich will die Sachen nicht einfach so wegschmeißen. Also, wo geht's raus? Da geht's raus. Das heißt, wir verlassen jetzt die Stadt und vor den Stadttoren schmeißen wir alles hin. Denn wir werden hier bestimmt nochmal vorbeikommen. Ein weiter. So, also Lampenöl kann hier bleiben, die Smaragdklinge kann hier bleiben. Die Flaschen können auch alle hier bleiben.
noch ein Lampenöl. Den Schlüssel haben wir irgendwo in einem anderen Wald gefunden. Den werden wir hier nicht mehr brauchen. Die beiden Steine. Die lassen wir auch mal hier. Die Blitzschlagschriftrolle brauchen wir auch nicht. Flasche brauchen wir auch nicht. Ginseng muss auch nicht unbedingt sein. Wir haben genug Heilzauber. Und die Hufeisen lassen wir auch hier. Und die Klinge auch. So, schon sieht unser Inventar gleich viel besser aus. Und wir haben zwei Blutsteine, davon kann einer auch hier bleiben. So, ja, schön viel Platz, um neues Zeug zu looten. Also sollten wir jetzt irgendwo hingehen, wo wir neues Zeug finden können. Und da würde sich der weiße Turm anbieten. Das ist so ziemlich das Einzige, wo wir jetzt nämlich hin können und auch hin sollten. Denn nur da können wir das Elixier für King Richards herstellen. So. Halten echt viel aus, die Dinger. So, weißer Turm. Darum, darum. Ah, die Orks sind jetzt auch schon hier unten. Die scheinen sich voranzuarbeiten. Komm schon, Bakata. Wir brauchen ein Level Up. Das lassen wir zum Bakata alleine machen, damit er seine Stufe bekommt. Und da ist die Stufe auch schon. So, weg, weg, ran, ran und auf wie. So, er ist Magier in Stufe 3, er ist Magier Stufe 4 und er ist auch Stufe 4. Also könnten alle ein wenig Training vertragen. Das heißt, wir nehmen Feuerball. Wusch. 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 Und die scheinen nicht so auf Magie anzusprechen. Sondern eher auf Zweihänder und Doppelarmbrüste. Oh. Komm, steh auf. So. Vor dem Turm sollten wir auf jeden Fall nochmal schlafen. So. Mit dem Rücken zum Turm. Genau deswegen. Und ja, wenn ein Heerlager mit mehreren tausend Orks in der Nähe ist, dann werden wir wohl häufiger geweckt werden. Aber na gut. Vielleicht sollten wir im Turm schlafen. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Also huschen wir mal rein. Und hoffen einfach das Beste. Da liegt schon mal ein Schwert auf dem Boden. Rapierkralle. Der ist ziemlich schlecht. Ist also für irgendeine Quest, also ein Rätsel oder einfach nur zum Verkaufen. Was haben wir hier? Einlassring. Wir haben keinen Einlassring, wir haben nur einen Dubelring oder einen Bezelring. Okay. Oh, hallo. Oh. Ich wollte gerade sagen, hallo Amazonen, aber die sind nicht gut drauf. Die schmeißen gleich einen Ninja-Stern nach uns. Warum auch immer. Und die vergiften uns. Ja, nee, hier drinnen zu schlafen war auch keine so gute Idee. Also legen wir uns nochmal mit den Orks an. Da wissen wir wenigstens, woran wir sind. Vielleicht hätten wir die Amazonen auch gar nicht angreifen sollen. Vielleicht waren die einfach nur sauer, weil wir in deren Bereich eingedrungen sind. Aber na gut. Dafür ist es jetzt zu spät. Und da hinten kommt der nächste. Oh Mann. Heilung. Heilung. So, einer tot, der nächste da. Komm, stirb schnell. So. Yeah. Ich wollte gerade sagen, jetzt schaut's aus, als wenn es das die letzten gewesen wären. Aber nee, gleich kommt der nächste. Ah.
Naja, alles Training. Man will nicht meckern. Aber ich würde doch schon mal ganz gerne durchschlafen. Zumal ich da noch einen schönen Cut machen kann, bevor wir uns den Turm mal genauer angucken. So, jetzt vielleicht. Ja, schaut gut aus. Sauber. Also, abspeichern. LP 024 XXX. Und wir sehen uns gleich wieder.